Servus, hallo und herzlich willkommen bei den Plug and Play News. Wir starten direkt mit dem Remake von Resident Evil 2. Da geht es um den Schwierigkeitsgrad. Das Remake von Resident Evil 2 bekommt nämlich einen dynamischen Schwierigkeitsgrad, der sich an die Leistung des Spielers anpasst, ähnlich dem mit Resident Evil 4 eingeführten System. Heißt, je besser man spielt, desto schwieriger wird das Spiel also. Offiziell heißt es von den Entwicklern, egal wie gut es läuft, es wird immer ein Gefühl von Angst und Anspannung bleiben. Außerdem implementieren wir definitiv Dinge, die dem Spieler helfen, sofern er sich dafür entscheidet. Wenn ein Spieler denkt, hey, ich hätte es lieber einfacher, da durchzukommen, dann haben wir auch solche Optionen. Ja? Eine sehr interessante Geschichte, das Resident Evil 2 Remake erscheint am 25. Januar 2019 für PC, Xbox und PlayStation 4. Und von Resident Evil 2 geht es zu Overwatch. Da gibt es nämlich einen neuen Tweet, beziehungsweise ein kurzes Video wurde auf Twitter veröffentlicht und das zeigt eine rollende Kugel. Und viele Leute gehen davon aus, dass diese Kugel in Zusammenhang steht mit den nächsten Helden, der vorgestellt wird für Overwatch. Und jetzt gibt es viele Spekulationen. Spekulation Nummer 1, es handelt sich hierbei um Hammond, ein Affe, der wie Winston auf der Mondkolonie Horizon groß geworden ist. Ja, dieses Gerücht hält sich schon etwas länger. Wie kommt man auf die Idee? Ganz einfach, weil die Fluchtkapsel von Hammond genauso aussieht wie diese Kugel, die durch dieses Video rollt. Das ist Möglichkeit 1. Möglichkeit Nummer 2 ist, das ist eventuell der Champion von Junkertown, den man ja bisher noch nicht so wirklich gesehen hat, dass der neue Held wird. Ja, weil auf dieser Karte kann man wiederum ein Poster von diesem besagten Champion finden, der den Namen Wrecking Ball trägt. Ja, also ihr versteht schon, Wrecking Ball, rollender Ball. Also das sind halt eben diese Möglichkeiten einer... davon wird es vielleicht oder vielleicht wird es auch nur eine neue Map, man weiß es nicht. Und von vielen Spekulationen zu einer Nicht-Spekulation, denn das ist jetzt nun ja traurige Wahrheit oder Gewissheit geworden. Agony bekommt keinen Uncut-Patch. Zur Erklärung, das Horrorspiel Agony, da haben die Entwickler immer wieder erklärt und gesagt, dass sie für das Spiel, für die Steam-Version, die da vor einiger Zeit erschienen ist und auch für die Konsolenversionen, dass sie da den... sage ich jetzt einmal, die Darstellung von Gewalt und ja, in erster Linie die Gewaltdarstellung, dass sie die etwas reduzieren mussten, damit das Ganze eben durch die Sicherheitsprüfung, durch die Jugendschutzbehörden durchgeht. Und gleichzeitig haben die Entwickler vom MadMind angekündigt, dass es einen Uncut-Patch geben soll für das Spiel. Also sprich für die Leute, die wirklich die maximale Brutalität wollen, ja, die maximale Anzahl an Brüsten, für die soll es dann eben diesen, oder hätte es diesen Uncut-Patch geben sollen. Und jetzt haben aber die Entwickler im Steam-Forum ein kurzes Posting veröffentlicht und haben reingeschrieben, dass sie aufgrund von finanziellen Problemen diesen Uncut-Patch nicht mehr herausbringen können. Dafür gibt es jetzt in den nächsten Tagen einen neuen Patch, der diverse Fixes beinhalten soll. Das Interessante ist aber, ja, das haben zum Beispiel die Kollegen auch von der GameStar geschrieben, das soll aber gar nicht der offizielle Grund sein. Der offizielle Grund ist nämlich, dass die Entwickler technische und rechtliche Probleme haben, um diesen Uncut-Patch rauszubringen. Ja, da muss man dazu sagen, der rechtliche Grund könnte der sein, dass die Entwickler dann diese Uncut-Version selbst vertreiben möchten. Und das möchte aber wiederum der Publisher nicht, der das Spiel in den Handel gebracht hat. Also eine ziemlich komplizierte Sache. Am Ende heißt es aber, dass es eben kein Uncut-Patch geben wird, was ich sehr schade finde, weil ja Agony auch immer mit diesem hohen Brutalitätsgehalt beworben worden ist und viele Leute fühlen sich da zu Recht ein bisschen verarscht. Ja, wo sich Leute zum Glück nicht verarscht vorkommen müssen, ist bei Unravel 2 oder Unravel 2, denn da gibt es jetzt eine kostenlose Demo. Ja, man kann 10 Stunden lang das Spiel kostenlos ausprobieren. Ihr könnt ab sofort, also vom 26. Juni bis zum 30. Juni, ja, es ist leider nur eine recht kurze Zeitspanne, aber in dieser Zeitspanne könnt ihr den Plattformer 10 Stunden lang kostenlos zocken, könnt euch das Game einfach oder diese Demo-Version einfach herunterladen via Origin, wenn ihr PC-User seid, oder dann halt in den jeweiligen Konsolenshops, also PSN Network oder Xbox Live. Finde ich auf jeden Fall eine sehr nette Sache. Unser Kollege Lars hat ja das Spiel vor einiger Zeit schon getestet, war ziemlich angetan, ist ein sehr, sehr netter Plattformer, sogar jetzt mit einem Coop-Modus. Und natürlich darf auch nicht die obligatorische Hardware-News fehlen und da geht es um den kommenden 32-Kerner von AMD.
Der hat ja jetzt mittlerweile auch einen Namen, das ist der Ryzen Threadripper 2990X. Und das Interessante ist, der wurde jetzt im deutschen Handel gelistet. Das heißt, wir können jetzt schon einmal davon ausgehen, wie viel der Prozessor wahrscheinlich kosten wird. Und der Prozessor mit 32 Kernen, ja, der wird nicht gerade billig sein und das ist auch der Fall. Denn der deutsche Shop, der den eben gelistet hat, verlangt 1509 Euro. Das ist ungefähr der doppelte Preis, also zum aktuellen Threadripper, der eben 16 Kerne hat. Also sprich, doppelte Anzahl an Kerne, doppelter Preis. Hört sich jetzt gar nicht so verkehrt an. Nichtsdestotrotz, 1500 Euro ist schon ein ordentlicher Preis. Gleichzeitig hat der Händler auch dann Angaben zur Taktrate nochmal veröffentlicht. Was aber irgendwie nicht ganz so zusammenpasst. Ja, zum Beispiel wird da angegeben, die maximale Leistungsaufnahme mit 180 Watt. Es wurde aber jetzt schon von vielen Stellen bestätigt, dass der Prozessor 250 Watt haben soll. Auch die Taktrate klingt etwas zu hoch, denn hier wird geschrieben, was von einem Takt 3,8 GHz, wobei schon im Vorfeld gesagt worden ist, man wird bei 3 GHz sein und ich glaube, der Boost-Takt wird bei 3,4 GHz liegen. Also da sind so ein paar Ungereimtheiten dabei. Nichtsdestotrotz, der Threadripper wird jetzt dann im Spätsommer in den Handel kommen. Der Preis klingt jetzt auch, zumindest der klingt nicht unrealistisch, eine sehr interessante Geschichte. Und was wir an der Stelle schon mal verraten können, in einer der kommenden Plug-and-Play-Shows werden wir den Prozessor auch vorstellen. Ja, liebe Leute, das war's von den Plug-and-Play-News. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch da draußen und ja, ich würde sagen, wir sehen uns und hören uns dann beim nächsten Video. Bis dann, ciao.